Wann sollte ein Myom denn operativ behandelt werden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die operative Therapie wird von uns empfohlen, wenn Myome eine gewisse Größe überschritten haben, wenn sie eine besonders ungünstige Lage haben oder wenn sie tatsächlich mit anderen Therapien nicht zu erreichen sind. Dann macht es Sinn, Myome operativ zu entfernen. Und welche Möglichkeiten gibt es da, organerhaltende Myome zu operieren? Die organerhaltende Myomoperation ist erstmal die Operation über den Bauch per Knopflochchirurgie. Das heißt, man geht über drei Löcher in den Bauch, bläst den Bauch mit Luft auf, damit man ein bisschen Platz hat, sich zu bewegen. Und dann wird die Gebärmutterwand über den entsprechenden Myom der Länge nach aufgeschlitzt. Das Myom wird rausgepult und die Wand hinterher wieder per Naht rekonstruiert. Das ist die Möglichkeit von außen. Die Möglichkeit von innen ist per operativer Gebärmutterspiegelung. Das heißt, es wird auch hier durch die Scheide mit einer kleinen Gebärmutterkamera in die Höhle eingegangen. Da ist am Ende auch ein Schneidewerkzeug. Da gibt es verschiedene, um Myome aus der Wand von innen heraus zu pulen, auszuschälen oder abzusetzen. Das wäre die operative Entfernung von unten. Bei dieser Form muss man allerdings wissen, dass tatsächlich diese Methode durch eine gewisse Größe auch limitiert ist. Da kann es auch manchmal sein, dass man das zweimal machen muss, wenn ein Myom einfach zu groß ist. Gibt es da auch Möglichkeiten, das Ganze auch ohne Schnitte zu behandeln? Ja, und das ist sehr schön. Darüber haben wir uns jetzt sehr gefreut, dass wir das endlich anbieten können. Es gibt wirklich die Methode ohne Schnitt über natürlichen Zugang, Myome in einer Gebärmutter, Gebärmutter erhaltend zu behandeln und zu beseitigen. Okay, und jetzt gibt es ja noch die Gebärmutterentfernung. Wann macht die denn Sinn? Die Gebärmutterentfernung kann Sinn machen, wenn in einer Gebärmutter so viele Myome sind, dass jeder andere Behandlungsansatz keinen Sinn macht. Wir haben zum Teil Frauen, da wiegt die Gebärmutter über ein Kilo. Eine gesunde Gebärmutter wiegt gerade mal 80 Gramm. Oder wenn die Myome so ungünstig liegen, dass es eben auch nicht durch eine andere Methode geht. Oder wenn die Patientin eben eine wirklich endgültige Lösung haben möchte. Wenn die Patientin sagt, ich möchte einmal an diesem Problem operiert werden, ich möchte nicht, dass es wiederkommt, dann macht es definitiv Sinn. Wobei ich betonen möchte, dass es extrem wichtig ist, nach Möglichkeit den Gebärmutterhals drin zu lassen. Denn der Gebärmutterhals mit seiner Scheidenaufhängung, der Harnblase davor, dem Enddarm dahinter, sollte nach Möglichkeit immer drin bleiben. Wir machen das sogar so, dass wenn wir eine riesengewucherte Gebärmutter sogar über einen Bauchschnitt entfernen müssen, selbst dann den Gebärmutterhals drin lassen. Sie haben gerade erwähnt, dass es wichtig ist, den Gebärmutterhals bei einer Gebärmutterentfernung drin zu lassen. Was ist denn der Grund dafür? Da gibt es verschiedene Gründe. Erstmal ist es so, dass die Scheide hängt am Gebärmutterhals innen drinnen dran fest. Und der Gebärmutterhals besteht genauso wie die Gebärmutter selber natürlich aus Muskelgewebe, was ja sehr fest und haltbar ist. Vor der Scheide sitzt die Harnblase. Und hinter der Scheide der Enddarm. Wenn wir jetzt also die gesamte Gebärmutter entfernen müssen, manchmal ist es so aufgrund von Krebserkrankungen, haben wir nur reine Scheidenhaut, die sozusagen die Beckenorgane an Ort und Stelle halten soll. Die Scheidenhaut ist sehr nachgiebig, das wissen wir. Das heißt, Frauen, die eine komplette Gebärmutterentfernung hatten, warum auch immer, kommen innerhalb von 10, 15 Jahren wieder in unsere Klinik, weil sich entweder die Scheide senkt, die Blase senkt, der Enddarm senkt oder gar der Dünndarm von oben durch das Scheidenende durchdrückt. Also es liegt nicht frei, aber es bilden sich Beulen, die in der Scheide nach unten drücken oder gar irgendwann unten raushängen. Wenn wir den Gebärmutterhals am Scheidenende behalten, und es kommt vielleicht trotzdem zu einer Senkung, haben wir wiederum ganz tolle minimalinvasive Techniken,
durch Wiederaufhängung des Gebärmutterhalses alles andere wieder hochzuziehen. Und dieser Gebärmutterhals ist ebenso kräftig und muskulär, dass es ein guter Anker ist, um immer wieder alles oben aufzuhängen. Das ist also in die Zukunft gedacht. Und jetzt haben Sie gesagt, dass Sie das im Regelfall mit der Schlüssellochchirurgie machen und dass da kleine Löcher nur im Bauch sind. Jetzt ist so eine große Gebärmutter. Wie kriegt man die denn dann da raus? Ja, das ist natürlich dann ein Problem. Und zwar ist es so, dass man den abgesetzten Gebärmutterkörper, wenn man den Hals drin lässt, was wir ja wollen, rausbekommen möchte. Dafür muss man ihn klein häckseln. Nun ist natürlich jedem klar, dass ein klein gehäckseltes Organ im Bauchraum eher suboptimal ist. Weil es können natürlich Restschnitzel, Restzellen im Bauch verbleiben, die im ungünstigsten Fall irgendwo sich hinsetzen und wieder anfangen könnten zu wachsen. Das bedeutet, wir benutzen bei wirklich jeder Patientin einen zellsicheren Häckselbeutel, so möchte ich es mal nennen. Das ist ein Beutelsystem, das nach Absetzen des Gebärmutterkörpers in den Bauch verbracht wird. Dann wird der Gebärmutterkörper in diesen Beutel reingeschmissen. Beide Öffnungen werden jenseits des Bauches nach außen verbracht. Über diese Zugänge wird dann das Organ zerhäckselt und es wird so aus dem Bauch rausgeholt, dass noch nicht mal ein Tropfen Häckselflüssigkeit in den Bauchraum gelangen kann. Das ist uns besonders wichtig, um die Frau eben auch für die Zukunft zu schützen.